Hallo zusammen bei einem kleinen Mörser-Tutorial mit Ace, dabei ohne aktivierten Artilleriecomputer. Hat den Hintergrund, dass der Mörser an und für sich, dadurch, dass er mit zwei Rucksäcken zusammengebaut werden kann und direkt Munition hat, dass er dadurch eine sehr verheerende Waffe ist für Infanteristen, die sich einfach außerhalb einer Stadt positionieren, den Mörser aufbauen und die Stadt eventuell ausbomben und dann hineingehen. Das ist gerade mit dem Artilleriecomputer ungemein einfach. Und dann kommt noch hinzu, dass der Mörser standardmäßig eben interne Magazine hat und dadurch nicht gerade wenig Mörsergranaten mit sich führt. Deshalb ist unter anderem auch das sogenannte Ammo-Handling von Ace für den Mörser aktiviert. Das wiederum bedeutet, dass wir den Mörser nach jedem Schuss manuell mit einer Granate wieder bestücken müssen. Das führt dann letztlich dazu, dass der Mörser ein bisschen entschärft wird. In der Mörserbesatzung auch eine größere Herausforderung und meistens auch mehr Spaß dann letztlich beim Schießen bietet, weil wenn es dann trotzdem klappt, trotz der erschwerten Bedingungen, hat man einfach ein besseres Erfolgsgefühl. Zumindest ist das so die Erfahrung, die wir jetzt in der Community dann gesammelt haben. Da ich mich da mit ein wenig auseinandersetzen musste, denn wir hatten es vor kurzem halt erst umgestellt und ich mich dann für eine Ausbildung daran auch nochmal informieren wollte, wie das eigentlich genau funktioniert ohne den Artillerie-Computer, habe ich gemerkt, dass es sehr viele Tutorials gibt, die das behandeln, allerdings ohne die Wetterdaten. Da habe ich mag vielleicht nicht komplett richtig geguckt haben, aber auf YouTube zumindest kein einziges Tutorial gefunden, was wirklich akkurat das mit den Wetterdaten darstellt. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, einmal ein Tutorial zu machen, dieses Video, um die Beladung des Mörsers zu zeigen und das Schießen ohne Artilleriecomputer, allerdings auch ohne Wetterbeeinflussung für die Mörsergranate. Dann wird noch ein zweites Video kommen, was dann denselben Inhalt hat, letztlich allerdings dann mit der Wetterbeeinflussung für die Mörsergranate, was deutlich mehr Aufwand ist und auch meiner Meinung nach nicht so einfach ist, wie jetzt zum Beispiel für einen Scharfschützen, wenn er da die Wetterdaten mit einberechnet bei Ace. Gerade weil da Stift und Papier oder vielleicht am besten noch eine Excel-Tabelle unumgänglich sind, da den Wert, den wir letztlich brauchen dafür, den können wir so uns nicht anzeigen lassen. Aber da komme ich im nächsten Video dazu. Fangen wir erstmal mit dem Mörser an, unser kleines Gerät. Wenn wir als Schütze drin sind, sehen wir jetzt, dadurch, dass der Artilleriecomputer deaktiviert ist, ich werde einmal den Mauszeiger einblenden, hier oben die Peilung in Mils momentan. Das können wir hier über die Interaktionstaste und dann Toggle Mils auch umschalten auf normale Gradzahlen. Allerdings, wie man merkt, das sind drei Stellen. Die Mills sind vier Stellen, dementsprechend höhere Genauigkeit damit. Deswegen empfehle ich auch, diese hier zu benutzen. Ansonsten würde hier noch die Zoomstufe des Visiers stehen. Hier noch Daten über die Reichweite, relative Rohrerhöhung. Das ist alles durch das Deaktivieren des Artilleriecomputers auch weggefallen. Hier steht eigentlich nur noch die Rohrerhöhung und die Peilung. Mehr brauchen wir letztlich auch nicht. Weiterhin fällt eben auf, hier steht eine 0 und auch keine Magazinanzeige, eben weil nach jedem Schuss der Mörser manuell wieder beladen werden muss. Außerdem haben wir hier eine zusätzliche Anzeige für die Treibladung, die dann mit der Mörsergranate bestückt wird. Diese reicht von 0 bis 2, kann mit der F-Taste durchgeschaltet werden, wie man jetzt sieht. 0 ist dabei kurze Reichweite, 1 mittlere und 2 weitere Reichweite. Meistens wird wohl die Treibladung der Klasse 1 zum Einsatz kommen. Das geht etwa bis 2 Kilometer. Das ist eigentlich eine gute Reichweite, um auch zeitgemäß dann Artillerieunterstützung durch Mörserfeuer zu bieten, falls Bodentruppen diese anfordern. Wir werden als erstes einmal die Granate einlegen. Dazu bietet Ace insgesamt vier verschiedene Munitionskisten mit eigenen Classnames. Diese umfasst einmal eine kombinierte Kiste, das ist die, die hier gerade steht. Die bietet Sprengpatronen, Nebelpatronen und Leuchtpatronen. Und dann jeweils noch eine Kiste zu jeder einzelnen Art. Macht also insgesamt vier. Diese muss man dann
wie ganz normal Granaten in sein Inventar ziehen. Wir nehmen uns mal zwei mit. Die wiegen auch eine ganze Ecke. Weil wir die im Inventar haben, gehen wir an den Mörser, Interaktionstaste, Lademörser, Ladesprengpatrone. Die reingeschoben. Und nun ist der Mörser erst feuerbereit. Nach einem Schuss muss dieses Beladen natürlich direkt wieder erneut durchgeführt werden, was eventuell dann auch rechtfertigt, dass zwei Leute an so einem Mörser sitzen, einer, der wirklich schießt und einer, der letztlich nur zum Laden da ist. Und auch dafür sorgt, dass wenn der Mörser abgebaut wird, quasi in zwei Rucksäcke zerfällt, er auch wirklich transportiert werden kann. Gut, wir haben die Wetterbeeinflussung für die Mörsergranate bei diesem Tutorial noch ausgeschaltet. Dementsprechend wird es relativ einfach. Wir gehen auf die Karte. Bei dieser Mission habe ich dann unseren Standpunkt im Editor mit einem Punkt markiert. Die Standortbestimmung, denke ich, ist für jeden, der sich so ein Video wie das hier anschaut, kein Hexenwerk mehr. Von daher verzichte ich da mal auf eine Erklärung. Ich möchte gerne dieses Gebäude beim Bahndepot zerstören. Trefferaufnahme machen wir dann aus dem Zeus-Interface. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Entschuldigung, dass ich mich so viel räusper, aber irgendwie werde ich wohl krank oder so. Ich glaube, ich höre mich auch ein bisschen verschnupft an. Ein Faktor beim Mörserbeschuss ist auch noch die eigene Höhe über dem Meeresspiegel und die Höhe über dem Meeresspiegel des Ziels. Das Ziel ist jetzt so gewählt, dass es dieselbe Höhe hat. Danach bekämpfen wir noch ein zweites Ziel. Das wird dieses Haus sein. Das hat eine andere Höhe und dann gehe ich da nochmal drauf ein. Fangen wir aber erstmal an, dass wir dieses Haus zerstören wollen. Meistens, wenn man jetzt diesen Punkt sich ansieht, man könnte auf der Karte nicht unbedingt nur Pi mal Daumen die Peilung rausfinden, schon gar nicht im Milz. Und die Entfernung, ja, kann man relativ gut schätzen, aber auch nicht wirklich toll. Zumindest nicht beide Daten so genau, dass man sie für Mörserschutz wirklich benutzen kann. Dafür bietet Ace dann das Kartenwerkzeug, was auf der Karte mit Selbstinteraktionsmenü, Kartenwerkzeug und Zeigekartenwerkzeug, einmal in klein, einmal in normal. Meistens reicht das kleine. Das ist einfach dann nur von der Dimension halt ein bisschen kleiner. Das können wir ganz normal verschieben. Wenn wir näher rangehen, müssen wir sehen, dass dieser Punkt in der Mitte genau auf unserer Position aufliegt. Zwar so genau wie möglich. Dann haben wir diese rote Linie, diese führen wir nun auf unser Ziel. Das machen wir mit Alt gedrückt halten, linke Maustaste gedrückt halten und lustig bewegen. Das sollte natürlich auch so genau wie möglich passieren, um eben die ordentliche Peilung rauszukriegen. Das sieht sehr gut aus. Das Kartenwerkzeug bietet neben mehreren Skalen für Entfernung auch nochmal eine Peilungsscheibe. Beim inneren Ring in normaler Gradanzahl bis 360 Grad und der äußere Ring für die Milz bis 6400. Wie gesagt, für den Mörserschuss würde ich empfehlen, auch auf Milz zu bleiben, weil es einfach letztlich genauer ist. Hier haben wir jetzt, wenn wir den äußeren Ring anschauen, 4400 und hier zwischen 4500 ziemlich glatt. Das müssten wir jetzt einmal mit dem Mörser ausrichten. Letztlich, wenn man es dann im Feld macht, wird es natürlich alles ein bisschen schneller gehen und ein paar Dinge werden miteinander kombiniert und direkt abgearbeitet, aber jetzt für das Tutorial mache ich es einfach wirklich Schritt für Schritt, damit auch das ein bisschen hängen bleiben kann und sich nochmal angeschaut werden kann. So, wir sehen oben, die Peilung verändert sich, wir gehen genau auf 4500. Und es ist sehr empfindlich, also die Maus danach am besten so wenig wie möglich bewegen. Damit haben wir den Mörser schon mal zur richtigen Richtung ausgerichtet. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Entfernung. Die ziemlich genaue Entfernung zum Ziel. Dazu bietet das Kartenwerkzeug hier eine Skala und hier nochmal in klein. Das ist für 3 Kilometer, das ist bis 1 Kilometer. Unterteilt in 100er Schritten und hier nochmal die großen Kilometerschritte. Wir ver drehen das hier danach nicht mehr, nachdem wir einmal die Peilung haben, sondern machen einfach durch Parallelverschiebung, können wir das ganz bequem am Ende auf unsere Position setzen. Hier sieht man noch einen kleinen Nupsi, könnte man da direkt draufpacken. Und dann folgt man der Linie bis zu seinem Ziel. Und wir sehen hier, wir sind bei 1100 Meter, bei 1010 natürlich, hier bei 1100. Nochmal zur Verdeutlichung. Wir haben hier bis dort 1 Kilometer, die große 1. Jeder dieser Striche
10 Meter da, der etwas längeren Striche 100 Meter, also 1010 Meter. Das sind eigentlich ohne Wetterbeeinflussung alle Daten, die wir letztlich brauchen. Die Höhe, wie gesagt, komme ich gleich im zweiten Schuss nochmal dazu. Jetzt brauchen wir die Range Table über das Selbstinteraktionsmenü, Ausrüstung, Distanztabelle. Diese ganzen Werte sind ohne Wetterbeeinflussung alle auf Null gesetzt, weil die sind nur dann wichtig, wie Lufttemperatur, Luftdruck bzw. Luftdichte. Und wir brauchen bei 1010 Meter, sehen wir mit Ladung 0, für Kurzstrecke reicht bis 450, da kommen wir damit nicht hin. Ladung 1 geht bis 1950 oder sagen wir 2 Kilometer. Da kommen wir dann natürlich hin. Ladung 2 natürlich auch. Und man könnte sich fragen, gut, dann nehme ich halt immer Ladung 2, weil weiter als 300 Meter schieße ich sowieso immer. Ist allerdings auch ein Unterschied, wenn man hier schaut, auf 1 Kilometer dauert der Schuss 40 Sekunden. Mit der kleineren hohen Ladung, wegen dem kleineren Bogen, der geflogen wird, im Gegensatz zu Ladung 2, wären es nur 27 Sekunden. 13 Sekunden Unterschied sind, denke ich mal, für Truppen am Boden, die irgendwie Mörserunterstützung anfordern, schon nett, wenn man die nicht noch länger warten muss. Also bleiben wir bei Ladung 1 und sehen, wir haben hier in 50er Schritten die Tabelle unterteilt. Wichtig für uns jetzt gerade ist die Range. Wir schießen auf 1010 Meter, das befindet sich natürlich zwischen 1000 und 1050. Und der wichtige Wert, den wir brauchen, ist die Elevation in Mils, was dann die Ruheerhöhung ist, die hier hinter der Tabelle ja angezeigt wurde. Da sehen wir, für 1000 Meter ist es 1333, für 1050 1318. Das heißt, hier ist eine Differenz von 15 Mils auf eine Distanz von 50 Meter. Das bedeutet, pro Meter Unterschied verringert sich die Müllanzahl um 15 durch 5 sind 3, durch 10 sind 0,3. Also um 0,3 Mils pro Meter. Das Schöne ist, wir haben jetzt 10 Meter Unterschied, das macht es recht einfach. Das heißt, wir reduzieren diesen Wert um 3 Mils. Das heißt, wir haben eine Ruheerhöhung von 13,30 für eine Entfernung von 1010 Meter. Diese stellen wir dann noch einmal ein. Das machen wir über Bild hoch und Bild runter. Das ist ein bisschen hakelig. Man kann allerdings auch mit gedrückter Shift-Taste und Bild hoch und Bild runter das ein bisschen verlangsamen. Jetzt sehen wir, ich blende das hier nochmal ein. Wir haben hier 4500, was wir auch abgemessen haben als Peilung. Die berechnete Ruheerhöhung durch Interpolation von 1330. Die Ladung stelle ich gleich noch um. Die müssen wir auf 1 stellen. Wir haben dann den Mörser geladen mit F auf Ladung 1, alles überprüfen und Schuss. Gehen wir einmal ins Zeus Interface. Dann sind wir hier. Das Ziel ist dort. Das Zeus hin und das sollte jetzt gleich relativ gut getroffen werden. Natürlich ist ein Mörser keine Präzisionswaffe wie ein Scharfschützengewehr. Trotz richtiger Daten und richtiger Berechnung kann immer eine Abweichung stattfinden, aber die sollte nicht wirklich groß sein oder nicht so groß, dass keine Wirkung auf den Feind mehr möglich ist. Wie man sieht, wäre hier jetzt ein Fahrzeug gewesen, das hätte zumindest keine Reifen mehr auf jeden Fall. Infanterie wäre, glaube ich, definitiv tot. Wir können einfach, um die Streuung nochmal zu zeigen, auch nochmal einen zweiten Schuss machen. Wir verändern hier nichts. Wir steigen vorsichtig aus, ohne die Maus groß zu bewegen. Führen eine neue Patrone ein. Prüfen nochmal, passt alles? Ja. Schuss. So. Schauen wir mal, wo der zweite Schuss hingeht. Also ich schätze, er wird vielleicht sogar ein bisschen dichter am Haus sein. Also meistens hat man eine Streuung von so vielleicht 10 Meter drumherum, um den Zielpunkt letztlich. Also wenn das in diesem Bereich etwa, sollte der Einschlag stattfinden. Also, das war ein genauer Treffer auf unser Ziel.
Das Haus ist zerstört und alles, was dort gestanden hätte, wäre weg. Na gut, Panzer vielleicht nicht. Wie gesagt, es ist, wie man jetzt gemerkt hat, nicht unbedingt schwer, mit dem Mörser zu treffen. Gerade wenn die Wetterbeeinflussung ausgeschaltet ist, dann ist es nach ein, zweimal ausprobieren, ist das eigentlich relativ gut im Blut. Gerade wenn man die gleichen Höhen über Meeresspiegel hat. Jetzt wollen wir, wie gesagt, dasselbe nochmal machen mit dem Haus hier drüben. Das dort. Das hat eine andere Höhe. Keine wirklich große Höhe vom Unterschied her, aber wird sich bemerkbar machen. Also wieder raus. Schon mal eine neue Granate nehmen. Wieder zwei Stück, dass wir zwei Schüsse machen können. Okay. Unser Zielpunkt ist das Haus dort unten. Das heißt, wir bestimmen erstmal wieder die Peilung. Ja, das sieht gut aus. Das auf unser Ziel. Erhalten damit. Ja. Fünfzig würde ich schätzen. Ja, doch, das sollte gut hinkommen. Nehmen wir 26,58. Das habe ich übrigens vorher nicht irgendwie geübt oder so. Ich habe mir nur das Ziel ausgesucht. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt nicht daneben haue. 26,58. Okay. Dann messen wir wieder die Entfernung. Das sind 1040, ja, 1040 Meter. Sicher ganz gut. 1040 Meter. Das heißt, dasselbe Spiel wie eben. Wir finden uns hier zwischen. Wir haben wieder die 3 Mils Unterschied. Diesmal müssen wir sie hier aufrechnen. Da wir ja von 50 auf 40 runtergehen, die Differenz hier zwischen ist immer noch 0,3 pro Meter. Das heißt, 3 Mils hinab für 10 Meter. Also werden wir hier, Entschuldigung, 3 Mils rauf für 10 Meter. Also bei 13,21. Jetzt kommt allerdings noch der Höhenunterschied zum Tragen. Und zwar, wir befinden uns hier. Karte kann man gar nicht aufmachen, wenn man das Teil offen hat. Auf 3 Meter. Das wird uns hier im GPS auch nochmal angezeigt. Jetzt weiß man meistens nie, welche Höhe hat denn unser Ziel. Dafür kommen die Höhenlinien ins Spiel. Wichtig zu wissen ist, soweit wie ich es mitbekommen habe, ist die Höhe, die man in der Karte abliest, meistens ein unter dem, was im GPS angezeigt wird. Das heißt, wir rechnen einfach einen drauf. Und letztlich ist die Differenz für uns auch nur interessant. Von daher ist die tatsächliche Höhe nicht ganz so wichtig. Hauptsache, die Differenz stimmt, damit das Verhältnis. Wir haben hier einen 24er Punkt. Wir haben hier die Höhenlinien. Rot steht immer für 5 Meter Schritte, die einzelnen Striche für 1 Meter Schritte. Das heißt, wir haben hier 3, 4, 3, 2, 1, 0. Hier ist die 20 Meter Linie. Das heißt, hier ist die 15 Meter Linie. Hier ist die 10 Meter Linie. Wir sehen, das Haus, also unser Ziel, befindet sich eigentlich auf dieser 10-Meter-Linie oder auf der Fläche zwischen 10 und 11. Wie gesagt habe, dass wir das, was wir in der Karte ablesen, sollten wir um 1 erhöhen, wenn wir unsere Höhe mit dem GPS abmessen. Das heißt, wir gehen von 11 Meter aus.
Ist da ein Unterschied von 8 Metern? Mann. Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. Also eine Höhendifferenz von 8 Metern. Diese müssen wir jetzt noch mit einberechnen. Ich kann gleich auch gerne nochmal zeichnerisch zeigen, wieso das eigentlich so ist. Wir haben hier in dieser Spalte pro Erhöhung pro 100 Meter Höhenunterschied. Das bedeutet, wir gehen in diesen Bereich, weil das kommt dem schon am nächsten. Man sollte dann gerade, weil man meistens dazwischen ist, schon das nehmen, was näher dran ist. Man sieht, tut sich eigentlich nicht so viel, aber schadet auf jeden Fall auch nicht. Das ist in diesem Bereich später im zweiten Video dann auch nochmal wichtig. Wir haben also 8 pro 100 Meter, das heißt 0,8 pro 10 Meter. Runden wir mal auf 1 Mill Unterschied. Dadurch, dass wir tiefer sind als unser Ziel, müssen wir diesen errechneten Wert abziehen. Unsere Elevation, auf unserer Rohrerhöhung. Wären wir höher als unser Ziel, müssten wir diesen Wert draufrechnen. Das heißt, wir haben eine errechnete Mill-Differenz von 1, müssen wir abziehen. Von 13,21 haben wir 13,20. Diese Rohrerhöhung stellen wir ein. So, 6,58, 13,20, Ladung 1, ist geladen. Schuss. Sich gerade wirklich die Elevation unten verändert? Meine, beim Schuss war es 13,20, oder? Wir werden sehen. Eigentlich sollte es ziemlich genau hier auch einschlagen. Warten wir mal ab. Das sieht sehr gut aus. So ein genauer Treffer auf unser Ziel. Ich meine, er hat auch die 13,20 genommen und ich habe beim Schuss einfach ein bisschen gewackelt und dann ist er danach runtergegangen. Ein genauer Treffer auf das Ziel. Damit zeigt sich also, hätten wir diesen einen Mill nicht eingerechnet, dann wäre er definitiv hier oder dort gelandet. Also es macht sich dann vielleicht letztlich beim Schuss mit, kommt auch natürlich auf die Differenz an, aber so ein Mill kommt dann 50, 60 Meter. Teilweise vielleicht, obwohl das eher dann bei Wetterbeeinflussung. Weil wir gesehen haben, Mill ist hier 0,3. Mein Gott, es ist auch spät, es ist schon 11:30 Uhr nachts. Dann schaue ich mal, warum ist das eigentlich so mit dieser Erhöhung und warum müssen wir die Erhöhung niedriger setzen, wenn wir niedriger sind und warum müssen wir sie höher setzen, wenn wir höher sind. Ich werde jetzt einfach mal probieren, das kurz und dreckig zeichnerisch zu machen, indem ich, wollen wir denn hier mal, ja, wir machen das mal, jo. Und zwar, wenn das hier, fast, wenn das hier unser Boden ist, das wird jetzt super toll. Und hier ist unser Mörser. Sieht auch super aus. Und hier ist unser Ziel. Ja, mit der Maus zeichnet sich nicht so gut, aber das soll ein futuristisches Fahrzeug sein. Und wir hätten dann einen solchen Schussbogen, der dann letztlich das Ziel trifft. Das ist natürlich eine Parabel. Einige Leute kennen sowas. Ich kann diese Linie auch einfach nochmal weiterziehen, spaßeshalber. So würden wir genau treffen. Wäre dieses Ziel jetzt höher als wir, sehen wir, oh, damit treffen wir, wenn das so ein Berg wäre, und hier wäre das Ziel, würden wir die Bergspitze treffen und nicht das Ziel, weil es höher ist als wir. Dementsprechend müssen wir die Rohrerhöhung dann verringern. Wir sind niedriger, was zu einer flacheren Kurve führt. Und dann letztlich dort auftrifft. Wenn man jetzt sehen würde, wäre das Ziel auf derselben Höhe, würden wir zu weit schießen. Ist das Ziel hier drunter? Das hätten wir auch hier dran zeigen können.
dann würden wir sehen, der Schuss geht zu weit. Dementsprechend müsste die Rohrerhöhung höher sein, damit die Parabel auch anders. Damit würden wir treffen. Das ist quasi die Begründung, weshalb die Rohrerhöhung entsprechend umgestellt werden muss. Ich denke, oder ich hoffe, dass das dadurch mit diesen super Zeichnungen irgendwie ersichtlich geworden ist. Ich denke auch, das war es soweit zu dem Mörser mit wetterunbeeinflussten Granaten. Es ist nicht schwer, man übt es ein paar Mal und dann ist es auch drin. Also ich glaube nicht, dass da große Probleme jetzt irgendwie herrschen sollen. Sollten Fragen sein, stellt die in die Kommentare oder so oder guckt bei uns auf der Seite vorbei oder bei uns im Teamspeak und dann wird euch da bestimmt geholfen. Ja, ich hoffe, es hat irgendwie Spaß gemacht, zuzugucken. Man hat was gelernt. Es ist einigermaßen gut erklärt gewesen und nachvollziehbar. Und falls ihr dann weiter Interesse habt, das Video des zweiten Teils mit der Wetterbeeinflussung folgt dann auch in den nächsten paar Tagen. Also vielen Dank fürs Zugucken und vielleicht bis zum nächsten Video. Tschüss.